Vor dem Typen habe ich wirklich Respekt, der hat schon echt viel erreicht. Auch. Also, boah, 3,2 Millionen, Digga, der hatte vor kurzem noch 2, irgendwas Millionen. Wer ist das? Das ist ein Österreicher und der macht so Mountainbike-Content. Aber ist ein richtig ist geiler Typ. Der so richtig kranke Videos macht, wo du über so Häuser drüber. Ja, fährst. Genau. Der war da habe ich, glaube ich, schon mal was gesehen mit dir, oder? Ja, da haben wir schon mal, da haben wir schon was gesehen. Und wir waren auch auf einem Event von Sport. Über 100 Views. Yay. Gibt es jetzt auch irgendwie so einen coolen Alert? da waren wir, was haben wir da gemacht? Da waren wir auf einem Event von Sportcheck und da war der auch da, Fabio Wiemer. Und dann bin ich zu ihm hin, weil ich halt eben auch so Mountainbike gefahren bin damals. Ich kann das auch immer noch recht gut. Also wir können da mal, ich bin mir überlegen, ob ich mal wieder ein Video mache, sowas, wo ich sowas mache. Und dann bin ich zu ihm hin und hab halt gesagt, Diggi, du, ich habe das damals auch recht gut gemacht und sowas. Respekt vor dem, was du machst. Er macht einfach die Videos richtig geil. Kann man nichts sagen. Schau dir auch die Views an, komplett verdient. Richtig geiler Content, geil umgesetzt, Qualität. Einer der geilsten YouTuber in dem Bereich. Also ich finde ihn richtig geil. So, Wiemers Law, schauen wir uns das an. Das habe ich noch nicht gesehen. Boah, erstmal einen Daumen nach oben. Boah, das ist schon so geil. In Österreich ist das? Ja. Das ist es in Wien? Ich schätze mal, nee, das ist in Innsbruck, glaube ich, wohnt der. Ja. Die Quali ist krass, finde ich. Ja, Digga. Ultra cooles. Gehst du heute nicht in. Ich geh heute nicht ins Gym, ne? Boah, da freue ich mich richtig drauf. Sowas liebe ich anzuschauen. Boah, Alter, die Qualität ist ja übelst krass. Die ist echt krass. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, so bei so teureren Mountainbikes sind die Narben hinten, das was da hinten drin ist, die rattern immer so schön laut. Das ist recht geil. Wow. Geil. Ui, der Digga! Alter! Nein! Ja, das nennt man. Schon ziemlich weit runter, oder? Da geht's richtig tief runter. Gib dir das mal, was da für eine Distanz ist. Wenn du da nicht rüberkommst, wenn du da halt auch nur irgendwie einen Fehler machst hier oben und da nicht rüberkommst. Aber der trägt schon einen Rückenprotektor, du, oder? Ja, nee, trägt er nicht. Das nennt man Trailbiken. Also da, wenn du so rüberspringst, so von einem Ding zum anderen, das ist so Trailbiken. Da ist ja, glaube ich, auch ziemlich gut. Die meisten Leute, die halt so Mountainbiken, können das eigentlich nicht so, aber er kann das auch recht gut. Krass. Schau dir das an. Ich finde auch cool, dass er so ein T-Shirt trägt, wie Sick. Das ist seine eigene Brand, Sick. Ach so. Ach, geil. Was auch für Planung drin ist, gell? Ja. Ich meine, das mit den... Boah, Digga! Das ist ja alles geplant gewesen, die Gier nur anzufangen. Wow! Geil gemacht. Wie geht das? Einfach drüber fahren. Also halt, natürlich, er macht so einen Bunnyhop, das ist so ein Sprung quasi, ja. Ganz leicht, damit er da nicht so komplett drüber fährt oh und Gott. Tippt dann da quasi so drauf. Servus, Captain Remedy. Remedy. Nee, das macht er jetzt nicht. What? Digga! Oh my goodness. Ach, und der andere steht da irgendwie auch so. Wahrscheinlich. Wie geil schaut das bitte aus mit den Tauben? Ja, das ist richtig geil. Ja. Nein. Über ein R8 einfach. Mit, aber der gehört auch dazu. Der mit München. Ja, natürlich. Die haben das ist alles geplant. Da gab es ja, auch so Making-of und sowas. Also das ist richtig heftig geplant. Die brauchen und bestimmt mehrere Tage, um das zu planen. Und was meinst du, wie viele Leute da in so einem Set sind? Das ist ja ein richtiges Filmset. Was denkst du, wer das war in dem Auto? Das ist eigentlich unser Kennzeichen. Münchner Kennzeichen, das sind wir. Das war ich. Jetzt weißt du, wo ich an dem Tag war. Okay, Leute, jetzt muss ich mal was sagen. Das, was er gerade gemacht hat, sowas ähnliches kann ich auch. Ich mach das mal, ihr glaubt mir das vielleicht nicht. Ich mach das mal in einem Video, dann mach ich ein eigenes Video dazu. So zwei. Ja, du hast das mal gesehen. Ich kann auf dem Lenker, wo ich auf dem Lenker sitze, rückwärts, freihändig. Ne, hab ich noch nicht gesehen. Okay, mach ich mal. Bremst der dann? So kann er nicht bremsen. Der springt runter, ja.
Boah, Digga! Wisst ihr, was ich daran so feier? Dass das quasi so ist, so, das ist ja so ähnlich wie Parkour quasi, bloß mit einem Fahrrad. Und das ist, glaube ich, so der Traum, den jeder so hat, so auch als Kind oder so, dass man so krass Fahrrad fahren könnte, dass man einfach so von Hausdach zu Hausdach springt. Und deswegen feiern das so viele Leute. Ich feiere das auch. Ich finde das richtig geil gemacht. Das ist faszinierend, ja. Ist echt geil gemacht. Echt, oder? Meinst du, mit was in der Cam haben die das gefilmt? Mit einer Red? Nee. Nee. Geiler Typ. Richtig geiler Typ. Oh, nee, Digga! What the fuck? Den haben die aber tausendmal gemacht, den ja, Shot. Gib dir das bitte! Fuck, das wow. Ist so asozial wow. Schwer. Boah. Oh. Sheesh, da brauchst du echt verdammt viel Übung auch. Digga, das ist krank. Und eine krasse Körperbeherrschung auch. Dieser Zufall, dass du genau auf die Kante kommst und dann so ein 360-Flip oder was auch immer das ist, da raushaust und den dann noch so... Geil. Und dann ganz entspannt weiterfahren. Ja. Man kennt ihn. Ja. War klar, dass eine Transition kommt. Placement natürlich. Oh, nice. Geil. Nice. Digga! Frontflip. Einfach mal so rausgehauen. Frontflip, für alle, die es nicht wissen, mit dem Fahrrad ist tausendmal schwieriger als ein Backflip. Aber wenn du da drauf springst, bremst es wahrscheinlich, dann kannst du deutlich leichter einen Frontflip machen. Was wird das jetzt? Oh. Digga! Oh! Was ist da jetzt runtergefallen? Digga, habt ihr das gerade gesehen? Boah. Alter, ich geht dir mal was für eine Mühe, die sich geben mit dem Video. Scheiße! Schau mal, das fällt da unten drauf. Das ist ein Flügel. Was ist das? Ein Flügel. Ein Klavierflügel, stimmt. Was für eine Mühe, die sich geben für so ein Video. Das find ich, sowas finde ich einfach nur geil. Sowas finde ich einfach nur geil. Da haben wahrscheinlich 30 Leute mitgearbeitet. Ja, das ist einfach nur geil. Geiler Typ. Geiler Typ. Das ist krass. Geile Aufnahme. Geil. Das ist irgendwo im Innsbruck rum. Was kommt jetzt? Nice. Das ist wieder das Mädel, was in dem Audi war, ne? Echt? Nee, in dem Mercedes war die am Anfang, oder? Ach so, in dem Mercedes, in so einem Cabrio war ja, die, oder? Ja, genau, in dem Mercedes, glaube ich, am Anfang. Ja. Das ist halt deine Freundin.
Kann sein, ja. Vielleicht ist das ja nochmal. Gott, hast du das gesehen? Hab ich nicht gesehen. Oh, Digga, Double Backflip. Oh mein Gott. Das habe ich mal gesehen auf seinem Insta-Account, dass es ihn da richtig auf die Schnauze gehauen hat schon. Oh, oh, das ist halt einfach auf gut Glück reingeflippt, wie nochmal was. Bitte für den nächsten Stream ein Digga-Account. Was? Geiler Typ. Richtig geil. Geiler Typ. Geiler Typ. Ah, es geht noch weiter, oder was jetzt? Jetzt kommen die, glaube ich, immer bestimmt, dass jetzt die Fails kommen. Jetzt kommen die Fails. Also, Fabio Wiemer, geiler, oh, geiler Typ. Continental ist auf unsere Bank, oder? Ja, Continental. Das war das von vorhin, Digga. Das war das von... Okay, ich pass mal auf, weniger Digga zu sagen. Was war das von vorhin, wo er fast heftig. Ihr müsst überlegen, wie oft er das filmt, dass der da überhaupt so ein Video zusammenbekommt, so lange es. Ah! Oh, zeig mal, was ist da passiert? Ah! Was hat er sich gemacht? Ach, du Heilige. Da. Oh! Boah, das war aber ganz knappe Geschichte. Das kann voll echt böse aussehen. Ganz, ganz knappe Geschichte. Das geht ja noch, aber da, wenn er da auf sein Steißbein fliegt, wow, überleg mal, nein. wenn er darauf kracht hier, dann kannst du querschnittsgelähmt sein. Deswegen denke ich, dass er einen Protektor anhat, weil das ist viel zu gefährlich. Nee, da bringt dir ein Protektor auch nichts. Du kannst keinen Protektor anziehen, der dir von dem Bein übers Steißbein bis nach oben geht. Da ja, bist du einfach ungeschützt. Trotzdem. Oh, ich glaube, er ist wahrscheinlich verletzt. Echt, oder? Ja. Das ist gefährlich. Scheiße! Voll das Auto geschrottet. Oh! Oh! Du brauchst ja auch einen Nachtprotektor. Ja. Was halt das Gefährliche ist bei so bei Mountainbiken, müsst ihr wissen, diese Bikes haben halt, die Pedale sind halt aus Metall. Und die Dinger, damit die Füße hier gescheit drin sind, damit du auch einen ordentlichen Grip hast, sind wie Nägel so ein bisschen drin. Das heißt, ihr habt da richtig geilen Grip. Wenn du aber abrutscht und mit deinem Fuß darauf knallst auf die Pedale, kannst du dir dein komplettes Schienbein aufreißen. Schon mal Ehre, schon seit 12 Uhr dabei. Ah, oh, nice. Einfach mal. Ayamxam. Von euch mal geschrieben, dass er seit 13 Uhr dabei ist. Ich hab's gesehen. Kuss geht raus an euch. Richtig geil. Ah. Ja, das war das, was ich gesehen habe. Das habe ich. Das habe ich auf Instagram gesehen. Oh my goodness. Nein! Da hätte ich persönlich gewettet, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat, ehrlich gesagt. Nein, und das Ding haut dann noch auf. Boah, ist das dein kaputtes Fahrrad? Nee, danach? Die Bikes überstehen das. Also vielleicht brichst du dir eine Speiche, also im Reifen drin, dass was kaputt geht, aber an sich passiert da nicht viel. Ich bin froh, dass du sowas nicht machst, weil ich glaube, ich hätte so Angst einfach nur. Ich habe jetzt, nachdem wir richtig Bock bekommen, das Video zu machen, einen Tag lang, Fabio, nee. Oder halt dieses Ding, dass ich das bitte mal gucken. Mach nichts Gefährliches. Wir machen nächstes Jahr machen wir noch 24 Stunden Fahrradfahren. Ist eh schon geplant. Okay. Und da kommt auch eine Sequenz, wird sein im Bikepark und sowas. Also erstmal, wir beginnen mit Downhill. Angie 1906. Und da wird auch noch, mal gucken, ob es noch drauf ist. Wer ist außer 12 Uhr dabei? Wo alles noch asynchron war und er gefrühstückt hat. Oh Mann, einfach nice. Einfach nur nice, wenn die Leute so lange warten. Wo alles asynchron war. Vielleicht ist nachher wieder asynchron. Yes! Yes! Woohoo! Geiler Typ. Die Videos schaue ich mir echt gerne an.